Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Ja, weiter geht's. Wir sind dabei, zum Reaktor zu gelangen. Jedenfalls versuchen wir das. Begeben Sie sich zum Reaktor, genau. Und ja. Und leider konnten wir die Androiden nicht abschalten am Apollo-Kern. Immer diese widerspenstigen KIs. Naja gut, widerspenstig sind sie nicht. Sie machen nur das, was man ihnen sagt. In dem Fall nur kommen die Befehle halt von einer Stelle, die recht skrupellos ist. Namentlich Weyland Yutani. Okay. Ah. Wie schön. So, dann können wir auch hier mal speichern. Ah, wie ist Gitter? Ah, okay. Ach, das Gitter. Wieder so ein Gitter. Dahinter steht schon wieder ein Android. Und wieder im Schutzanzug. Ja, das wird ein Spaß. Ja, hier auch in die andere Richtung. So, der Manual Override. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Ja, nee, wie schön. Und sich auch einfach rausschneiden können, oder wie? Na gut. Na stimmt, hier sieht man es auch. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier... Mensch. Alarm registriert. Bereich wird untersucht. Oh shit. Ich glaube, ich lade einfach nochmal. Das war jetzt vielleicht ein bisschen lame, aber wie gesagt, ich habe ja nichts, um mich zu wehren. Ich habe keine EMP-Minen mehr, aber die nutzen gegen die Typen mit den Schutzanzügen eh nichts. Also von denen darf man halt einfach wirklich nicht entdeckt werden. Ist das Blut? Ja, das ist Blut. Wollen Sie mehr über Sevastopol?
wohl Sicherheitsvorschriften erfahren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sie können einen Evi-Androiden immer erkennen. Ja, ihr seht nämlich verdammt hässlich aus. Das könnte echten Schaden anrichten. Ach scheiße, Zugangscode. Ja, das könnte nicht nur echten Schaden anrichten, das richtet auch noch echten Schaden an. Problem ist, das Ding braucht ja mal sowas von lange aufzuladen. Also ich sag mal so, gegen das Alien kann man das nicht benutzen. Nutz mal ein Medikit. Better safe than sorry. Wollen Sie mehr über Sevastopol Sicherheitsvorschriften erfahren? Die kenne ich mittlerweile auswendig. Okay, okay, okay. 6832. Wir befinden uns also auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht gesehen. Scheint nicht so. Auf jeden Fall sehr knapp. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nächstgelegenen Synthet melden. Ist das so? Oh, dass es immer noch so laden muss. Machine. Sixer, morgen. Gemeinsam. Ist gute Pfeife. Okay, also mit dem Bolzenschießer kommt man wohl auch noch durch diese lustigen Schutzanzüge durch. Das ist gut zu wissen. Jetzt habe ich nur 5 Schuss und das Ding braucht ewig zum Aufladen. Also einen Androiden kann man damit töten, aber das war's dann auch. Wollen Sie mehr über Sevastopol Sicherheitsvorschriften erfahren? Nee, danke, mein Bedarf ist gedeckt an Sicherheitsvorschriften. So.
Ist die Frage, wie weit der noch geht. Ich will natürlich nicht entdeckt werden. Da ich das ja diesmal ausnahmsweise mal hingekriegt habe. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Dass der einen nicht sieht, aber gut. Na komm. Dies könnte meiner Aufmerksamkeit bedürfen. Was? Nein. Alter, okay. Me likey, würde ich mal sagen. Ja, Reactor Access. Das klingt doch schön. Aber hier war auch noch ein Androide. Jedenfalls eben ist hier einer langgelaufen. Das war auch der, der in der Werkstatt schon da so langgelaufen ist und einfach weg war. Also glaube ich jedenfalls, dass das der ist. Okay. Ich hoffe, man kann gleich nochmal speichern. Aber, das muss man ja fairerweise sagen, die Speicherpunkte waren ja hier bisher immer sehr, sehr gut verteilt. Also sehr fair vor allem. Vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also für so Survival-Horror... Waren Sie jemals im Reaktor? Okay. Hab die Tour nie gemacht. Ich habe in einem ein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Okay. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Ah ja, genau. Für den einen oder anderen Survival-Horror-Puristen dürften die vielleicht auch schon was zu groß, also zu großzügig verteilt sein. Ui, was liegt denn da? Ist das etwa die Shotgun? Das ist doch cool. Ach nee, sogar Pumpgun und Revolver in einem. Mit... ja... ausreichend Munition bestückt. Jetzt fehlt noch der Flammenwerfer. Okay. Dann speichern wir hier nochmal. Ja, wie gesagt, also für den einen oder anderen Horrorspiel-Experten und Survival-Experten dürfte das vielleicht auch schon zu großzügig sein. Für mich ist es genau richtig. Ja, also kommt kein Frust auf. Außer bei der Stelle im Klinikum. Alter Schwede. Ui. Okay. Oben auf dem Reaktorkern, Ricardo. Sehen Sie schon was? Nichts. Kernsteuerungssysteme, das übliche. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Wow, das sieht aber... also ich muss sagen, manche Level... und das obwohl es... ja, sag ich mal... Scheiße, die haben mich gesehen, ne? Obwohl es nur auf einer Raumstation spielt. Manche Level sind doch sehr imposant, muss ich sagen. Ja, das mit dem Nicht-Verfehlen ist mit dem Gamepad manchmal gar nicht so einfach. Aber ich habe gehört, dass es mit Maus und Tastatur sehr schlecht zu spielen sein soll. Wow. So. Der hat noch nicht verwirrt nochmal. Okay. Schade, und ich dachte, die hätten jetzt irgendwie total viele tolle Sachen dabei. Aber wir können nochmal eine Rohrbombe bauen, dann kann ich zumindest den... da waren glaube ich noch zwei Sensoren. Die könnte ich dann wieder mitnehmen.
Und wer weiß, vielleicht brauchen wir nochmal eine Rohrbombe. Let's see. Ja, den Schrott können wir dann auch mitnehmen. Ein Sensor war da noch, genau. So, laden wir nochmal unser praktisches Bolzenschussgerät nach. Also wie gesagt, also obwohl das nur auf einer Raumstation spielt, sind manche Level ziemlich imposant. Also wie das, ich finde das hier gerade ziemlich beeindruckend. Steigen Sie zur Basis des Reaktors hinab. Tun wir das doch. Wow. Alter Schwede. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr gesund ist, sich hier lange aufzuhalten. Aber gut. Wenn schon angeblich ein einfaches Handy an den Ohr zu halten, ungesund sein soll. Ich will nicht wissen, was hier für elektromagnetische Strahlung und sonst was herrscht. In so einem Kern. Okay, wir gehen immer tiefer hinab. Ich hoffe, man findet noch ein bisschen Bolzenmunition. Das Ding ist auf jeden Fall sehr nützlich. Oh nein, bitte nicht. Ricardo, sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Alle, die sind alle in einer Art Nest gefangen. Das sind Eier, das ist eine Farm. Shit, sie müssen verschwinden, sofort. Nicht in das Netz. Für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Ja, okay, damit würde ich sagen, mehr als ein Alien confirmed. Okay, überladen Sie den Alpha-Kern. Und ich denke mal, ab jetzt darf man sich wahrscheinlich auch wieder mit einem, mindestens einem Alien rumschlagen. Wer weiß, wie mit noch wie vielen sonst. Hier auf jeden Fall jede Menge Eier. Ich hoffe, man kommt... Ich hoffe, die haben sich den Jumpscare mit irgendwelchen Facehuggern verkniffen. Ich hoffe es ihnen ständig, dass... Oh Gott. Oh, hier sind schon Gelegenheiten zum Verstecken. Na super. Natürlich muss ja alles nass sein. Naja, ich würde mal sagen, auch wenn es jetzt nur 18,5 Minuten sind oder knapp 19, dass ich hier mal einen kleinen Cut mache. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Alien Isolation. Bis dahin, tschüss!